Wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Wie verdient WhatsApp eigentlich Geld? Was als eine sehr einfache Frage begann, führte mich in einen Kaninchenbau, der viel dunkler ist, als ich es mir vorgestellt hätte. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Aber um das alles zu verstehen, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Es ist 2009. Das iPhone kommt auf den Markt. Die Welt macht sich mit dem neuen Konzept der Smartphone-Apps vertraut. Facebook gewinnt rasant an Fahrt und ein Mann namens Brian Acton bewirbt sich dort um einen Job. Er wird abgelehnt, aber er sagt, er freue sich auf das nächste Abenteuer in seinem Leben. Und dieses Abenteuer sollte nur ein paar Monate später beginnen, als Brian und sein Freund Jan Koum eine eigene Idee für eine Smartphone-App hatten. WhatsApp war ursprünglich dafür gedacht, dass Menschen ihren Status aktualisieren konnten. Doch als sie private Nachrichten einführten, gewann die App sehr schnell an Popularität, denn zu dieser Zeit waren herkömmliche Textnachrichten noch recht teuer. WhatsApp hingegen bot weltweite Sofortnachrichten völlig kostenlos an. Mit kostenlosen Anwendungen wird normalerweise Geld verdient, und zwar auf mindestens eine von drei Arten: durch Werbung, durch In-App-Käufe oder durch den Verkauf von Daten. Die WhatsApp-Gründer hassten jedoch Werbung und verließen sogar ihren früheren Job bei Yahoo, weil sie mit der umfangreichen Nutzung von Werbung nicht einverstanden waren. Sie haben sogar einen Beitrag im offiziellen WhatsApp-Blog verfasst, in dem sie erklären, warum sie Werbung hassen. Das kam also nicht in Frage. Aber sie wollten auch nicht anfangen, Gebühren für die Nutzung von Funktionen in der App zu verlangen. Der Grund, warum sie damit angefangen haben, war ganz einfach: ein großartiges Produkt zu entwickeln, das die Leute nutzen wollten. Dabei war der Versuch, das Produkt besser zu machen, die oberste Priorität. Und auch Option 3, Verkauf von Daten, war ein absolutes No-Go. Die beiden WhatsApp-Gründer waren Datenschutzaktivisten, sodass sie eine Zeit lang ohne Einnahmen auskamen. Sie nutzten einfach die ursprüngliche Startfinanzierung, die sie von einigen wohlhabenden Freunden bei Yahoo erhalten hatten, und hielten die Kosten auf ein absolutes Minimum, um Geld zu sparen. Das WhatsApp-Team arbeitete sogar auf billigen IKEA-Tischen und trug Decken. Stell dir das stereotype Silicon Valley-Startup vor, das so schnell wie möglich wachsen und Millionen verdienen will. WhatsApp war das genaue Gegenteil davon. Doch als immer mehr Menschen die App herunterluden und weitere Funktionen wie Bildnachrichten eingeführt wurden, war es unvermeidlich, dass WhatsApp Einnahmen benötigte, um unter anderem in Server zu investieren und ein größeres Team einzustellen. Also führte WhatsApp in einigen Ländern eine Gebühr von $1 ein, die man im Voraus zahlen musste, um die App zu kaufen. In anderen Ländern konnte man die App ein Jahr lang kostenlos nutzen und musste danach jedes Jahr $1 bezahlen, um sie zu behalten. Interessant dabei ist, dass die $1-Gebühr nicht allzu oft durchgesetzt wurde. Wenn jemand die Gebühr von $1 am Ende eines jeden Jahres nicht bezahlte, ließ WhatsApp ihn die App normalerweise trotzdem kostenlos behalten. Es war fast so, als wäre die Gebühr eher eine freiwillige Spende. So verrückt das auch klingt, es hat ziemlich gut funktioniert. Es bedeutete, dass sie ihre Nutzer nicht verprellen wollten. Und genug Leute haben den $1 bezahlt. WhatsApp konnte eine ganze Weile reibungslos weiterlaufen, denn $1 pro Jahr für so eine praktische App war es vielen Leuten wert. Natürlich brachte die $1-Gebühr WhatsApp zwar einige dringend benötigte Einnahmen, aber hauptsächlich nur zur Deckung der Kosten, denn mit einer so geringen Gebühr waren sie immer noch nicht sehr profitabel. Aber seltsamerweise spielte das keine Rolle. Technologieunternehmen befinden sich in einer sehr seltsamen Welt, in der sie riesige Summen Geld wert sein können, auch wenn sie nicht profitabel sind und keinen klaren Plan haben, wie sie Geld verdienen können. Wenn man viele Nutzer hat, sehen die Investoren das Potenzial. Die Investoren kamen auf uns zu und sagten: "Ihr macht das toll,
Wir wollen mit euch zusammenarbeiten und Geld geben. Und wir sagten, wir brauchen es nicht wirklich, was sie wiederum dazu bringt, noch mehr in uns zu investieren. Der Grund, warum die WhatsApp-Gründer anfangs zögerten, neue Investoren aufzunehmen, war die Befürchtung, dass die Investoren die Monetarisierung schnell vorantreiben wollte und so die Qualität der App beeinträchtigt wird. Doch schon bald wuchs WhatsApp so schnell, dass Investmentfirmen wie Sequoia Capital anfingen, ihnen Millionen von Dollar anzubieten und sich mit all ihren Bedingungen einverstanden erklärten. Das bedeutete, dass sich die Investoren nicht in die App einmischten oder sie zwangen, Werbung zu schalten. WhatsApp hatte dann eine große Finanzspritze erhalten. Und hierin liegt die Einnahmestrategie, die WhatsApp eine Zeit lang nutzte, um Investitionen zu erhalten, die im Wesentlichen darin bestanden, dass man nicht versuchte, mehr Geld aus ihren Nutzern herauszuholen. Investieren wir einfach in unsere App, um sie so gut wie möglich zu machen, was mehr Nutzer bringt, die dann wiederum mehr Investoren anlocken. Und der Kreislauf wiederholte sich. Das war wirklich ihr Plan und er hat für alle gut funktioniert. WhatsApp ist eine App, die vom Netzwerkeffekt profitiert. Das heißt, je mehr Leute die App haben, desto besser ist sie für alle Nutzer. WhatsApp konnte viel schneller wachsen, weil jeder es seinen Freunden und seiner Familie weitersagte. So stieg die Zahl der Nutzer immer weiter an, was wiederum mehr Investoren anlockte, die WhatsApp noch mehr Geld gaben, um die Nutzererfahrung weiter zu verbessern. Natürlich gibt es ein großes Problem bei dieser Strategie. Man kann sich nicht ewig auf Investoren verlassen. Irgendwann werden sie sehen wollen, dass das Unternehmen tatsächlich ein profitables Geschäftsmodell hat. Nun, es sei denn, man verkauft die App einfach für eine hohe Summe. Facebook hat den mobilen Messaging-Dienst WhatsApp für 19 Milliarden Dollar gekauft. Viele Menschen waren verwirrt über die Zahl. 19 Milliarden Dollar. Ist das wirklich so viel wert? Tatsächlich gibt es die Daten, die darauf hindeuten, dass WhatsApp in den 9 Monaten vor der Übernahme durch Facebook nur 1,2 Millionen Dollar an Einnahmen generiert hat. Damit machte das Unternehmen einen großen Verlust. Warum also sollte Facebook es für 19 Milliarden Dollar kaufen? Zum Vergleich, 1 Milliarde kostete Instagram. Stattdessen kaufte Facebook eine Messaging-App mit sehr ähnlichen Funktionen wie seine eigene Messaging-App, die relativ geringe Einnahmen hatte und höchstwahrscheinlich jedes einzelne Jahr Verluste machte. Also warum? Der nächste Zug von Facebook besteht darin, WhatsApp in ein echtes Unternehmen zu verwandeln. Der Messaging-Dienst verdient derzeit praktisch kein Geld. Aber Mark Zuckerberg hat Pläne, das zu ändern. Mark Zuckerberg: Es gibt den strategischen Wert, was wir gemeinsam tun können, und ich denke, dass es allein schon mehr als 19 Milliarden Dollar wert ist. Ich meine, es ist schwer, das heute genau zu begründen, weil sie so wenig Umsatz haben im Vergleich zu dieser Zahl. Aber die Realität ist, dass es nur sehr wenige Dienste gibt, die 1 Milliarde Menschen auf der Welt erreichen. Sie sind alle unglaublich wertvoll, viel wertvoller als das. Wenn man Zuckerberg jetzt über die Synergie zwischen Facebook und WhatsApp sprechen hört, schrillen bei vielen Menschen die Alarmglocken. Schließlich besteht das gesamte Geschäftsmodell von Facebook darin, Daten zu sammeln und diese dann zu nutzen, um den Nutzer grenzenlose, personalisierte Werbung vor die Nase zu setzen. Außerdem hat Facebook eine schreckliche Erfolgsbilanz, wenn es um den Datenschutz geht. Ein Beispiel dafür ist der Cambridge Analytica-Skandal, bei dem Millionen von Facebook-Nutzern ihre Daten entwendet und gegen sie verwendet wurden. Und nicht nur das. In einer durchgesickerten privaten Nachricht aus der Anfangszeit von Facebook soll Zuckerberg einem Freund gesagt haben, dass er, wenn er jemals Informationen über jemanden in Harvard benötige, ihn einfach fragen könne, da er über 4000 E-Mails, Bilder und Adressen besitzte. Der Freund fragte: Wie? Und Zuckerberg: Die Leute haben sie einfach eingereicht. Ich weiß nicht warum, aber sie vertrauen mir. Seitdem hat Facebook zahlreiche weitere Skandale erlebt, bei denen es um Schutz der Privatsphäre und um Daten ging.
Diese enden immer auf die gleiche Weise. Es war mein Fehler. Im Nachhinein klingt es so, als hätten wir da einen Fehler gemacht. Und es war ein Fehler. Wir haben bei der Führung des Unternehmens eine Menge Fehler gemacht. Es war mein Fehler. Ich entschuldige mich dafür und es tut mir wirklich leid, dass das passiert ist. Und danach geht alles wie gewohnt weiter. Allerdings versprach Zuckerberg den WhatsApp-Gründern, dass sie weiterhin unabhängig von Facebook agieren können und dass es keinen Druck zur Monetarisierung geben wird. Was konnte also schiefgehen? In einem Blogbeitrag im Jahr 2016 kündigte WhatsApp an, keine Abogebühren mehr zu verlangen. Das bedeutet, dass die 1-Dollar-Fee, die ohnehin nicht richtig durchgesetzt wurde, abgeschafft werden soll, was oberflächlich betrachtet großartig klingt. Vielleicht geht es Facebook wirklich nur darum, die Welt zu verbinden und sie sind froh, einen großen Verlust mit WhatsApp zu machen und es einfach nicht zu monetarisieren. Aber wenn wir aus dem Traumland heraustreten und in die Realität zurückkehren, wird die Wahrheit viel klarer. Warum Facebook WhatsApp wirklich gekauft hat und wie sie es monetarisieren. Erstens kaufte Facebook die Nutzer und ihre Daten. Eine Quelle wies darauf hin, dass Facebook im Überwachungsgeschäft tätig ist. In der Tat ist es vielleicht das größte Überwachungsunternehmen in der Geschichte der Menschheit. Je mehr Daten Facebook über seine Nutzer hat, desto mächtiger wird das Unternehmen. Und WhatsApp lieferte Verhaltensdaten, Kontaktlisten und unendlich viele weitere persönliche Informationen. Einige haben argumentiert, dass WhatsApp das fehlende Glied für Facebook war, da der Zugang zu Telefonnummern nun die Offline- und Online-Welt der Facebook-Nutzer verbindet. Außerdem hat WhatsApp inzwischen weit über 1 Milliarde Nutzer und bietet noch viele Wachstumsmöglichkeiten. Es ist sogar führend in Entwicklungsländern, in denen der eigene Messaging-Dienst von Facebook nicht so beliebt ist. Das war wahrscheinlich der Grund, warum Facebook die 1-Dollar-Fee für WhatsApp-Nutzer abgeschafft hat. Wenn neue Nutzer in das Facebook-Ökosystem kommen, ist das für sie weitaus profitabler, als 1 Dollar zu verlangen. Jede deiner Daten ist für sie viel mehr wert als 1 Dollar pro Jahr. Denn je mehr Datenpunkte sie über dich haben, desto mehr können sie diese mit Daten aus anderen Quellen kombinieren und noch ein klareres Profil erstellen, wer du genau bist. Dadurch wird es viel einfacher, dir Dinge zu verkaufen. Und durch die Abschaffung der Gebühren wurden alle Hindernisse für die Nutzung der App beseitigt. Das macht es einfacher zu expandieren und schließlich die ganze Welt dazu zu bringen, ihre Dienste zu nutzen, die alle miteinander verbunden sind. Ein weiterer Grund für den Kauf von WhatsApp durch Facebook war jedoch auch, die Konkurrenz zu stoppen. Zuckerberg hatte mitbekommen, dass die WhatsApp-Gründer zu Gesprächen in die Google-Zentrale in Mountain View eingeladen waren. Deswegen handelte er schnell und machte ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. In der Vergangenheit gehörte das zu den Gewohnheiten von Facebook. Das Modell von Facebook selbst macht es neuen Unternehmen nicht möglich, sich eigenständig zu entwickeln. Und das schadet unserer Demokratie. Während wir die Umsatzdaten von WhatsApp nicht öffentlich einsehen können, scheint es dennoch offensichtlich, dass WhatsApp im Moment keinen Gewinn macht, vielleicht sogar noch nie gemacht hat. Aber da es jetzt im Besitz von Facebook ist, haben sie es nicht eilig, direkt Geld zu verdienen. Was ihnen aber wichtig ist, ist der Besitz der Nutzerdaten. Denn wie eine Quelle argumentierte, bedeutet das, dass die Tentakel von Facebook noch näher an Milliarden von Menschen sind. Und bei einem Markt dieser Größe wird Facebook sicher einen Weg finden, um letztendlich Geld zu verdienen. Aber Moment mal, wirst du vielleicht denken. Wird hier nicht ein bisschen übertrieben? Zuckerberg hat ausdrücklich gesagt, dass WhatsApp unabhängig bleibt und keine Informationen mit Facebook austauschen wird. Also gibt es keinen Grund zur Sorge. 2017 trat der WhatsApp-Gründer Brian Acton nach einem Konflikt mit Zuckerberg über die Monetarisierung von WhatsApp und die Pläne, WhatsApp-Nutzerdaten mit Facebook zu teilen, aus dem Unternehmen aus.
Als er dies tat, verlor er geschätzte 850 Millionen Dollar in nicht ausgeübten Aktienoptionen. Aber er konnte offensichtlich nicht an den Geschehnissen teilhaben. Nur ein Jahr später begann Brian seine Bedenken gegenüber Facebook laut zu äußern. Er twitterte sogar seinerzeit: Löscht Facebook. Dann steckte er 50 Millionen Dollar seines eigenen Geldes in die Gründung von Signal, einer konkurrierenden Messaging-App mit sehr ähnlichen Funktionen wie WhatsApp. Dabei handelte es sich jedoch um eine gemeinnützige Stiftung, bei der Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund standen. Er wollte WhatsApp in der rein idealisierten Form, mit der es begann, wiederherstellen. Wenn wir aber einen Schritt zurücktreten und nochmal alles zusammenfassen, kommt es einem sehr verrückt vor. Zunächst versucht er, einen Job bei Facebook zu bekommen und wird abgelehnt. Also entwickelt er seine eigene App namens WhatsApp. Jahre später kauft Facebook das Unternehmen für 19 Milliarden Dollar und bietet ihn als Facebook-Mitarbeiter zu bleiben. Dann kommt es zu einem heftigen Streit mit Facebook und er kündigt. Schließlich verwendet er einen Teil des Geldes aus dem WhatsApp-Verkauf, um eine brandneue Konkurrenz-App zu gründen, die mit Facebook und WhatsApp konkurrieren soll. Ich möchte ein wunderbares Produkt entwickeln, das die Privatsphäre der Menschen schützt. Wie genau kam es zu dem Punkt, an dem Brian bereit war, auf 850 Millionen Dollar zu verzichten, nur um von dem, was Facebook tat, wegzukommen? Nun, die Dinge begannen zu wackeln, als die Europäische Kommission im Mai 2017 eine Geldstrafe von 110 Millionen Euro gegen Facebook verhängte, weil das Unternehmen einen in die Irre geführt hatte. Die Geldstrafe von 110 Millionen Euro ist die höchste, die bei einem Fusionsfall wegen eines Verfahrensverstoßes verhängt wurde. Offenbar hatte Facebook fälschlicherweise behauptet, es sei technisch unmöglich, Nutzerdaten von Facebook und WhatsApp automatisch zusammenzuführen. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht nur möglich war, sondern dass WhatsApp tatsächlich seit Jahren Nutzerdaten mit Facebook austauscht. Dazu gehörte auch die Weitergabe von Telefonnummern von WhatsApp, damit diese für Facebook-Anzeigen verwendet werden konnten. Brian sagte, er habe später herausgefunden, dass Facebook von Anfang an geplant hatte, die WhatsApp-Nummern der Nutzer mit ihren Facebook- oder Messenger-Konten abzugleichen, um mehr Daten über die Nutzer zu sammeln und ihnen personalisierte Werbung zu zeigen. Kurze Zeit später verlässt auch der andere WhatsApp-Gründer Jan Koum das Unternehmen, nachdem klar wurde, dass die Facebook-Führungskräfte die Verschlüsselung von WhatsApp schwächen wollten, um die Monetarisierung zu erleichtern. Was aber vielleicht am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass einige Leute glauben, dass die WhatsApp-Verschlüsselung schon jetzt nicht mehr so sicher ist, wie sie von Facebook dargestellt wird. Laut einigen Artikeln zufolge erwägt Facebook, einen geräteinternen Algorithmus in WhatsApp einzubauen, um Inhalte für die gesamte Plattform zu scannen und zu moderieren. Du hörst das Wort Verschlüsselung und gehst dann davon aus, dass es sicher ist. Das ist eine erstaunliche Masche der Desinformation in den letzten Jahren. Brian Acton hat gesagt, ich habe die Privatsphäre meiner Nutzer verkauft. Ich habe eine Entscheidung getroffen und einen Kompromiss geschlossen und ich lebe jeden Tag damit. Und er ist sicherlich nicht der einzige ehemalige Facebook-Mitarbeiter, der sich gegen das Vorgehen des Unternehmens ausgesprochen hat. Der ehemalige Wachstumschef Shamad Palihapitiya sagte einmal: Wir haben Werkzeuge geschaffen, die das soziale Gefüge der Gesellschaft im Nachhinein zerreißen. Die Übernahme von WhatsApp durch Facebook musste unweigerlich zu Konflikten führen. Facebook ist eines der größten Werbenetzwerke der Welt. Und die WhatsApp-Gründer hassten Werbung. Das Geschäft von Facebook beruht darauf, wie viel es über seine Nutzer weiß. Die WhatsApp-Gründer waren Datenschutzaktivisten. Und so konnte man argumentieren, dass die WhatsApp-Gründer tief im Inneren gewusst haben müssen, dass die Dinge nur in eine Richtung gehen würden, wenn sie an Facebook verkaufen würden. Aber versetze dich in ihre Lage. Dir wird 19 Milliarden Dollar für eine App geboten, die nicht einmal rentabel ist. Würdest du das Angebot wirklich ablehnen? Kehren wir noch einmal zur ursprünglichen Frage zurück. Wie verdient WhatsApp eigentlich Geld?
Wir wissen jetzt, dass sie in den frühen Tagen Geld von Investoren bekamen und schließlich eine große Auszahlung von Facebook erhielten. Aber jetzt, wo Facebook die App besitzt, wie verdienen sie jetzt Geld damit? Ist es nur das Sammeln unserer Daten mit Facebook und versucht dann damit, uns Dinge zu verkaufen? Nun, es gibt noch eine andere Möglichkeit, mit WhatsApp Geld zu verdienen. WhatsApp Business, ein Dienst, der Unternehmen dabei hilft, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und Kundenbetreuung zu leisten. WhatsApp verdient Geld, wenn Unternehmen ihre Kunden nicht innerhalb von 24 Stunden antworten und stellt ihnen im Grunde genommen die verspäteten Antworten in Rechnung. Das klingt zwar vielversprechend, aber ich wette, dass du diesen Dienst noch nie genutzt hast. Daher kann man wohl davon ausgehen, dass WhatsApp allein dadurch nicht profitabel wird. In absehbarer Zeit werden leider all die Dinge, die WhatsApp ursprünglich zu vermeiden versuchte, viel wahrscheinlicher. WhatsApp hat bereits bestätigt, dass sie planen, die App durch die Einführung von Anzeigen im Statusbereich weiter zu monetarisieren. Aber die Wahrheit ist, dass der größte Wert von WhatsApp für Facebook immer in den Daten und der tieferen Integration zwischen WhatsApp, Facebook und Instagram war und ist. Anfang 2021 sorgten Bedenken darüber für viele negative Schlagzeilen, da WhatsApp aufgrund der neuen Offenlegungspflichten von Apple die Nutzer darüber informieren musste, welche ihrer Daten mit Unternehmen geteilt werden können. Dazu gehörten Daten wie Telefonnummer, Profilbilder, Name, Status, Login, Aktivität, Kontaktliste, Einkäufe, finanzielle Informationen, Informationen über ihr Telefon, IP-Adresse des Mobilfunkunternehmens, Standort und so weiter. WhatsApp zwang die Nutzer zunächst, dies bis zum 8. Februar zu akzeptieren, oder es wurde ihnen gesagt, dass sie die App nicht mehr benutzen können. Auch hier gilt, wenn sie nicht zustimmen möchten, können sie zunächst auf den Zurückpfeil in der oberen linken Ecke des Overlays klicken. Im Laufe der Zeit werden die Pop-ups jedoch immer häufiger erscheinen, bis man diese schließlich gar nicht mehr wegklicken kann und die Funktionalität der App nachlässt. Als darüber Beschwerden eingingen, wurde dies auf den 15. Mai verschoben. Sie haben nichts geändert, sondern nur das Datum verschoben, bis zu dem man die App akzeptieren musste, um zu versuchen, die Gegenreaktion abklingen zu lassen. Noch schlimmer ist jedoch, dass es sich bei diesem Update offenbar nicht einmal um eine Änderung der Datenschutzrichtlinien handelte. Es handelte sich lediglich um eine Klarstellung dessen, was WhatsApp bereits seit Jahren getan hat. Aber aufgrund neuer Regeln mussten sie es jetzt öffentlich ankündigen, was viele vielleicht stutzig macht. Wenn es jedoch wirklich all diese Datenschutzbedenken gibt, warum vertrauen die Leute dann immer noch WhatsApp? Als diese Frage auf Reddit gestellt wurde, war die Antwort ganz einfach. Sie tun es nicht, aber den meisten Menschen ist der Datenschutz einfach nicht so wichtig. Die Leute, die sich mit unserer Privatsphäre befassen, tun das natürlich, weshalb die meisten Kommentare auf die Frage nach dem Vertrauen in WhatsApp lauten: Nein, auf keinen Fall vertraue ich denen. In einem populären Beitrag wurden sogar konkrete Gründe genannt, warum man WhatsApp nicht benutzen sollte, vor allem im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung von Daten mit Facebook. Aber auch hier ist der Netzwerkeffekt im Spiel. Es ist für andere Apps schwierig, vollkommen mit ihnen zu konkurrieren, denn selbst wenn man auf etwas wie Signal umsteigen wollte, macht es keinen Sinn, wenn nicht alle Freunde und Familienmitglieder es ebenfalls nutzen. Es ist so tief in das Leben der Menschen integriert, dass man sich entscheiden muss, ob man seine Privatsphäre bewahren oder mit den Menschen um sich herum in Kontakt bleiben will. Und trotz alledem ist es jetzt an der Zeit für eine ziemlich große Wendung der Geschichte. Es mag verlockend sein, dieses Video als einen Angriff auf WhatsApp und Facebook zu sehen, aber das ist nicht wirklich der Fall. Die Wahrheit ist, dass diese Art der Datenerfassung keine Verschwörung ist. Es handelt sich um eine übliche Praxis, die viele Unternehmen anwenden. Denn wenn Unternehmen wie Google das nicht täten, wären kostenlose YouTube-Inhalte wie dieser wahrscheinlich nicht möglich. Wenn Unternehmen wie Facebook das nicht täten, dann wäre der freie Zugang zu Social-Media-Plattformen wahrscheinlich nicht möglich. Die Realität, dass WhatsApp ein großartiger Dienst ist
und wirklich dazu beiträgt, die Welt zu verändern. Einige Leute denken vielleicht stattdessen, dieses Video ist überdramatisch, denn die meisten Unternehmen und Apps sammeln Daten. Auch die Kundenkarte des örtlichen Geschäfts verfolgt, was du kaufst. Das wirklich Interessante ist jedoch, dass die meisten von uns, mich eingeschlossen, bereit sind, viele Informationen über sich selbst im Austausch für etwas Kostenloses preiszugeben. Wir müssen wirklich sorgfältig darüber nachdenken, was wir aufgeben, wenn wir unsere Privatsphäre preisgeben, indem wir zustimmen, dass jeder, der die technischen Möglichkeiten hat, alles, was wir im Internet tun, verfolgen kann. Unsere Nachrichten werden nicht einmal gelesen, denn es gibt offiziell keine Beweise dafür, dass Nachrichten gescannt werden können. Sollten wir also, nachdem wir all dies gesehen haben, WhatsApp entfernen? Wie machen das die anderen Unternehmen? Telegram zum Beispiel hat einen großen Zuwachs an neuen Nutzern zu verzeichnen, bietet aber wohl noch weniger Sicherheit als WhatsApp, da Nachrichten nicht wie bei WhatsApp standardmäßig Ende zu Ende verschlüsselt sind. Tatsächlich hatten die beiden Apps vor kurzem einen kleinen Streit in den sozialen Medien, bei dem keine der beiden besonders gut wegkam. Also, wenn du dir wirklich Sorgen um Sicherheit und Datenschutz machst, dann ist die neue App Signal von Brian Acton eine der besten Alternativen. Denn sie ist nicht gewinnorientiert und wird von einem Milliardär unterstützt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie denselben Monetarisierungsdruck haben wie die meisten kommerziellen Chat-Apps. Sie wird sogar von Edward Snowden genutzt und von Elon Musk unterstützt. Signal ist außerdem quelloffen im Gegensatz zu anderen Chat-Apps, bei denen man nie sicher sein kann, wie sie genau funktionieren. Wir sind nicht hier, um WhatsApp zu zerstören. Wir sind hier, um den Leuten zu helfen, zu verstehen, dass es Alternativen gibt, wenn dir deine Privatsphäre wichtig ist. Wenn du jedoch bereits Facebook, Instagram oder einen Messenger nutzt und weißt, wie Facebook funktioniert, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, WhatsApp weiter zu benutzen. Vor allem, wenn all deine Freunde und deine Familie es benutzen. Es ist einfach sehr bequem und für viele Menschen ist das ein lohnender Kompromiss. Wenn alles, was Facebook mit diesen Daten macht, darin besteht, ihnen maßgeschneiderte Werbung zu zeigen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Aber ich denke, dass es generell bei allen Anwendungen und Websites wichtig ist, sich etwas mehr darüber bewusst zu sein, welche Daten man weitergibt und wie sie verwendet werden. Vor allem, da immer mehr Elemente unseres Lebens durch Technologie miteinander verbunden werden. Wir werden dieses Video mit der gleichen Botschaft beenden, mit der es begonnen hat. Wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein kostenloses Abo da und hau auf den Like-Button. Außerdem könnte dich dann auch dieses Video interessieren.